So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. La America Truck Simulator. Warum geht's ihm schon wieder auf hier? Wollen wir verarschen? Oh, schon Level 7, Alter. Aber man hat jetzt schon merkt, ne? Jetzt werden die Level langsamer. Die Level werden langsamer. Also wir werden beim Leveln langsamer, nee. Wir werden beim Level langsamer. So macht's Sinn, genau. So ist es richtig. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Los. Immer geradeaus. Da merkt man vor allem auch mal den Unterschied, ne? Ich meine, wir dürfen hier auf vielen Strecken halt 75 fahren. Also fast 80. Und wenn man mal bedenkt, dass man in Europa fast überall nur 80 fahren darf. Und dass das aber km/h sind. Sprich also, dass wir hier mindestens anderthalbfach so schnell sind. Erklärt dann auch relativ gut, warum, wenn man eine Weile ATS gespielt hat, und man dann wieder ETS spielt. Boah, Alter, hinten der Sonnenuntergang, das sieht mal krank aus. Wow. Hast gerade im Rückspiegel hier gesehen, bloß. Holy shit. Das ist ja monumental. Ja, wie gesagt, ne, das wird dann auch relativ gut, dass wenn man lange ATS gespielt hat und dann wieder ETS spielt, dass dann da alles so unendlich langsam vorkommt. Ich glaube, wir fahren gleich mal raus. Aber wird langsam dunkel. Wir müssen auch. Kein Problem. Also, wir Ich müssen nicht finde eine pennen. neue Route. Aber bitte sich gerade an. Ich werde am besten auch gleich mal tanken, weil Immer wir haben immerhin geradeaus. noch 700 Kilometer vor uns. Okay, lass uns eine neue Route finden. Biege nach links ab. Wie wär's mit, nein?
neu berechnen. Immer geradeaus. Route neu berechnen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Freibahn, Marzipan. So, so komme ich wieder raus. Ach, der Erdbeer lang. Na, bestimmt aber nicht. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich wollte doch nichts abbiegen. Ups, ein bisschen von zur Verführung gesorgt. Der Frosch will nicht aus dem Pushen kommt hier.
ich glaube, es kommt gerade irgendwie Nebel auf, ne? Und irgendwie so Milch und Weiß und... Ja. Digga, Funk, Alter. Irgendwas flackert immer bei meiner Motorhaube rum. Also auf der rechten Seite. Blitzt immer so kurz weiß auf immer. Wird grün. Ja. Bremst doch nicht, fahrt doch. Warum fahrt ihr nicht? Ihr Opfer. Oh mein Gott. Immer geradeaus.
immer geradeaus. Ich verstehe mal nicht, warum, wenn die Spuren vor denen frei sind, die immer vorher bremsen müssen. That's so stupid. Witzig, wie auch beim Anfahren, bis wir zurückspringen, alle Druckanzeigen komplett auf Null gegangen sind. Das ist ja so ein Phänomen, was ich mal beschrieben habe. Dass wenn du immer ganz kurz die W-Taste drückst, also so, ne, pulsierend, dass dann mit einmal die Luft weggeht, wie als wenn der andere bremsen würde dabei. Immer geradeaus. Yay, 75! Wuhu! Aber der Fall wird schon wieder enger. Oh, jetzt schon wieder Stau. So viel zu 75. Ich fang grad mal die Hälfte. Nicht mal. Oh mein Gott. Was hat diese Welt nur gegen mich? Es ist wieder breiter, aber wir dürfen noch 60 fahren. Oh, nur noch 55, ja, leben noch. Echt, nur noch 55. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Ich dachte gerade, das ist ein Schulbus. Im Rücksprint sah es aus wie ein Schulbus. Ja, moin. Biege nach rechts ab.
Abzieher. Let's go. Immer geradeaus. Finden. So. Dann das war für die Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge dann wieder. Bis dann.